sag ja, nervlich habe ich so ein bisschen. Bin ich etwas angespannt. Na, natürlich habe ich den Bolzenschneider nicht dabei. Das heißt, ich muss erst mal gucken, dass ich eine Kiste finde. Eine WLAN-Kiste. Okay, Karte der Polizeistation. Karte der Polizeistation. Okay, gut. Ah, Mann, 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 Mann. Dunkelkammer, da weiß ich, da ist doch noch eine. Der Kartenbildschirm ist nur ist nicht nur nützlich, um eine gewählte Position umgehen, sondern. Okay, ja klar, da werden ja auch Details, wenn ich die Räume schon komplett durchsucht habe, werden die entsprechend markiert. Okay. So, und hier haben wir auf jeden Fall, wenn ich hier so rumlaufe, also hier durch das Fenster gehe, hier rum, dann komme ich in die Dunkelkammer und dort ist definitiv ein Bolzenschneider. Weil da ist nämlich eine Kiste drin. Aber. Und was hat man davon, wenn man es dreimal kombiniert? Ich meine, zweimal kombinieren stellt die Gesundheit ja schon komplett her. Was stellt denn dann das andere noch wieder her? Wenn ich das ein drittes Mal kombiniere. Dies verstehe ich dann nicht. So. Hey, da komme ich ja nicht durch. Da ist ja ein. Ah, hier ist noch ein Zettel. Ein Zettel. Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September, Zusatz. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. Eine Dreiheilung, damit man keinen Schaden nimmt beim ersten Angriff. Okay. Alles klar. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Okay. Na komm rein da. Hopp. Genau, da ist alles verrammelt. Guck mal, der will einen Snack haben. Gib mir einen Snack. Ich hab Angst, dass einer von hinten kommt. Ich schaff das. Der hat Hunger. Am Snackautomat. So, jetzt habe ich es mal gemischt. So. Okay. Juhu! Darkroom. Hier ist der Darkroom. Ein rotes Kraut.
Das heißt doch, wo ist mein Fischbrötchen, oder? Wo ist mein Fischbrötchen? Wo ist mein Fischbrötchen? So, ja. Was legen wir denn mal weg? So, das lassen wir jetzt erstmal. Das legen wir mal weg hier. Das brauchen wir nicht. Das Rad brauchen wir erstmal auch nicht. Was wir definitiv brauchen werden. Hohe Schießpulver, Gipfel, Schießpulver, Flintenmunition. Schießpulver, Pistolenmunition. Where is my burrito? Okay. Aber ich finde das mit dem Fischbrötchen aber cooler. So. Gut. Ich nehme mal die Blendgranate mit. Ne, die nehme ich nicht mit. Quatsch, die lasse ich hier. Die nehme ich mich mit. So. Okay. Kann ich die Spinde irgendwie öffnen? Ja, natürlich kann ich die Spinde öffnen. Schisspulver. Sehr gut. Patronen kombinieren. Zack. Heilwirkung von Kräutern. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen. Ich finde es super, dass die hier das mit den farblich, dass sie die bestimmte Schlüsselwörter farblich hervorheben, damit man im Prinzip auch einfach drüber fliegen kann. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser in den Arklebergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschung dürfte noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Sehr gut. Also heißt das, man kann ja eigentlich, wenn ich jetzt mal ein, ich probiere das mal, ich nehme mal ein rotes raus und ein blaues nehmen wir raus. Ach, kann ich gar nicht rausnehmen, okay. Dann legen wir das Schießpulver mal weg. Nehmen wir mal das Blaue, so, und können das dann kombinieren mit dem. Gemischte Kräuter, R&B, geil, das müssen geile Kräuter sein, R&B. Mhm. Okay. Nochmal, nein. Where is my burrito? Yeah. Gut. Ich gucke nochmal sicherheitshalber hier hinten rein, ob ich da nicht was vergessen habe. Ja gut, hier kann man irgendwelche Fotos entwickeln, so wie es aussieht. Ist aber erstmal uninteressant. So. Was ist das hier? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Ja, das sehe ich auch so. So. Diese Mixtur aus zwei verschiedenen Kräutern wirkt als Gegengift, mindert erlittenen Schaden und schützt kurzzeitig vor Giften. Mhm. Kann man das jetzt einfach so nehmen? Hm. Egal. So, wo wollte ich denn jetzt zuerst hingehen? Ich gucke nochmal ganz kurz in die Map rein. So, also, irgendwas, was ich noch nicht leergeräumt habe. Ja gut, das ist dann die Tür hier, Besprechungszimmer, damit ich wieder zurückkomme, ne? Ne, Quatsch, Blödsinn, das ist die Tür hier. Die war verschlossen. Also hole ich mir doch mal. Ne, da komme ich gar nicht zurück. Da komme ich ja gar nicht zurück. Ah, jetzt habe ich hier so ein Schutzsymbol. Auch nicht schlecht.
So, was ist da drin? Schließfach-Terminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Okay, verstehe. Weil vorher kann ich die nämlich nicht benutzen. Zum Beispiel hier die 203, die kann ich mit Sicherheit nicht benutzen. Genau. Die fehlen natürlich, die Tasten. ...102 kann ich alle nicht öffnen, weil die Tasten fehlen. 106 kann ich benutzen. Jo. Und die 109 kann ich benutzen. Sehr schön. Was für ein geiles Terminal. Da können Sie die Schließfächer auch gleich offen lassen. Na komm her. Laden wir in aller Seelenruhe mal nach. Hier ist eine Pumpgun. Eine Pumpgun. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Der Lieblingsausdruck von Sebastian Castellanos. 106. Piep. Schön. Ich muss ja zurückdrücken, stimmt. Zurück. Okay, ich merke gerade, diese Kräuter zu nehmen war wirklich Verschwendung. Ein nicht entwickelter Film, okay. ...209, die kann ich alle nicht öffnen, weil überall 2 steht. Klar, das war diese verriegelte Tür. Ja, das denke ich mir. Ne, da war ich schon. Komm, wie der sich hier entspannt. Ist das nicht schön? So, da komme ich nicht raus. Hier sind die Stufen. Wo ist die... Da ist die Kiste, aber erstmal entwickeln wir mal diesen Film. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir erstmal hier den... Erinnerungsfoto. Ja klar, das war der König mit dem Zepter und mit dem Buch. Mhm. Machen wir Licht wieder an. Ich brauche in jedem Fall den Bolzenschneider. So. Ja, ich habe noch genug Patronen, wie ich denke. Ah, ich drücke dauernd auf Tab. So. Speichern wir nochmal. Zack. Dann trinken wir nochmal schnell einen Schluck. Stimmt, die ist hier runtergefallen, die Tussi. Die Bulette.
Hey, Meister. Komm, noch mal einen oben drauf. Noch mal ein Kraut. Klar. Ja, der hatte sich versteckt. Okay, den haben wir noch nicht. Was sind wir da drin? Gar nichts. Na komm, nimm sie doch mit. So. Ah, da ist das Kästchen. Okay, da fehlt der Stein drin. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Okay. Ich verstehe. Gut, das Kästchen kann ich so jetzt erstmal nicht nehmen. Inventar ist voll. Hier brauche ich eine Kurbel. Okay. Und dann komme ich ja in das Stars-Büro. Oh, da liegen ja noch Patronen. Schön. Nehmen wir doch mit. Gehen wir nochmal an die Kiste. Okay. Die können erstmal weggelegt werden. Verstauen. Zack, Flintenmunition. Das rote Kraut brauche ich jetzt auch nicht. Verstauen. Das Erste-Hilfe-Spray verstaue ich auch. Die Blendgranate auch. So, ich nehme den runden Griff mit. Mhm. Und das müsste jetzt erstmal reichen. So. Dann. Speichern wir nochmal drüber. Spielt doch keine Rolle. Manu. So. Bei Resident Evil ganz essentiell ist das Inventarmanagement. Das muss in jedem Fall durchgeführt werden. So, dann drehen wir den heißen Dampf zu. Dankeschön. Jetzt komme ich gleich in das Stars-Büro. Mein Gott, das sieht ja aus wie bei mir zu Hause hier. Ein Kontrollschuss. Das habe ich mir auch angewöhnt. Ein Kontrollschuss ist immer gut. Los, Geranda. Schisspulver. Sehr schön. Kann ich mir bald selber Munition herstellen. Da ist nichts drin. Und hier sind wir... Ich weiß, bei Claire... Ein Kontrollschuss? Ja. Das ist mir das allemal wert. Und ich weiß noch, bei Claire waren hier, glaube ich, die Licker, ne? Es sei denn, die kommen jetzt nicht, weil ich da schon das Vergnügen hatte. Na gut. Habe ich schon nochmal Schwein gehabt, hä? So, das nehmen wir auch mit. Ja, die müssen das natürlich ein bisschen anders gestalten, sonst...
Okay. Was ist denn das? Deine Erste-Hilfe-Tasche? Kann ich leider so nicht mitnehmen. Aber ich könnte doch... Gut, hier ist noch Flintenmunition. Was haben wir da noch? Da liegt noch eine Blendgranate. Die lasse ich mal liegen. Ich habe die Blendgranaten noch nie benutzt. Sag ich so, wie es ist. Da ist auch noch mal Munition. Claires Mitteilung. Leon, ich hoffe, du findest das. Die Polizeistation ist am Ende. Hau so schnell wie möglich von hier ab. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich schaff das schon. Brauchst dir auch keine Gedanken wegen meines Bruders machen. Konzentrier dich einfach darauf, selbst hier lebend wieder rauszukommen. Claire. Oh, da. Die hat er am Haken, würde ich sagen. Hoppala. Guck mal hier, hier haben sie Bausätze für Pistolen. Von Revell. Was haben wir hier? Eine Batterie. Die brauche ich doch für den, ich glaube, für den Sprengsatz oder so. Was ist das hier? Internes Memo. 2.9.1998. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlen-Schloss vom Stars-Labor ins Büro Westseite 1F verlegt. Okay. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. Okay, vom Stars-Büro ins Büro Westseite 1F. Okay. Das heißt, 1F Büro, Schließfächerraum, Büro. Was ist das hier? Ah, das ist dieses große Büro, verstehe. Ja, 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 ja. Okay. Ergibt kombiniert mit Schießpulver Flintenmunition. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich kombiniere das damit, habe Flintenmunition, kombiniere das damit, habe da 8 Flintenmunitioner und die haue ich mir dann hier rein, schwupps, und nehme bei der Gelegenheit auch noch die Blendgranate mit. Weil wer weiß, vielleicht brauchen wir sie doch nochmal irgendwann. Okay, weiteres finde ich hier nicht. Gut, hier ist der Computer. Ist locked, ist klar. Kontoauthentifizierung erforderlich. Dongle in USB-Anschluss stecken. Ja, ja, und das war der, das war damals, das war diese Marke von den Stars, ne? Mhm. Mahlzeit. Na, ruht euch ein bisschen aus, Jungs. Finde ich gut. Okay, schön. Dann nochmal an die Kiste. Also. Rotes Kraut geht erstmal in die Kiste. So, wir können das hier erstmal sortieren. So. Dann haben wir es ein bisschen besser im Blick. Die verstauen wir, das verstauen wir. Den Bolzenschneider möchte ich am liebsten noch nicht verstauen, aber auf jeden Fall die Flintenmunition. Die verstaue ich auch direkt mal. So. Und unsere zweitliebste Tätigkeit neben dem Inventarmanagement, einmal speichern. Und einen Schluck Wasser trinken. Okay. So. Wer stapft da so rum? Okay. Das ist bestimmt dieser Mr. X oder wie er heißt, ne, den man ja nicht töten kann. Wozu ja erst ein hingebungsvoller Vater notwendig war. So, da kommen wir rum.
In dieses Büro in die Westseite möchte ich ganz gerne. Okay. Boah, diese Schrittgeräusche, die machen mich ja richtig kirre, ne? Verlegt. Links 9, rechts 15, links 7. So. Links 9. Rechts 15. Und links 7. Eine Gürteltasche. Schön. Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Flintenmunition, Schießpulver und hochwertige Schießpulver. Mac-Munition, zweimal hochwertige Schießpulver. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Na gut, da war ja Claire schon überall, ne? Einsatzbericht. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt im Prinzip das gleiche Vorgehen haben wie Claire, weil... Ist ja Quatsch. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und so viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel, aber dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist. Aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Die stellen sich noch echten Herausforderungen, würde ich sagen. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Braneth. In eine Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Ah, sind die gut drauf. Ich finde die lustig. So. Stellt sich die Frage, da ist das Schild. N-E. N-E-D. Okay. Wie heißt der Knabe hier? Kein Schild? R. M. Ah, da unten. Wie heißt das? George. G.
GRM. Hm, habe ich jetzt gesehen, danke. So. Ja, notfalls, wenn ein Buchstabe gefehlt hätte, den hätte ich dann einfach ausprobiert. Also das wäre ja egal. Das geht ja relativ fix. So viele Buchstaben waren da ja nicht drauf. Erweitertes Magazin, Matilda. Aha. Kann ich leider nicht kombinieren. Schade aber auch. Da ist er, scheiße. Nein, die Tür ist zu. Scheiße. Oh mein Gott. Ich wusste es. Safe Room. Lego Funny, ey. Matilda. Rausnehmen. Zack. Kombinieren mit Matilda. So. Okay. Polymerpistole mit 24 Schuss. Aufgrund die einiger Probleme in der Handhabung hat sie sich nicht als Standardausrüstung etabliert. Okay. Aber da habe ich ja mehr. Hätte ich gesagt, wir verstauen sie wieder. So, wir haben hier noch Schießpulver. Nee, das machen wir nicht. Abbrechen, aber das legen wir weg. Verstauen wir. Ein großer Mann mit Hut. Raymond Reddington. So. Ey, wenn der hier reinkommt, ne, dann kriege ich einen Koller. Aber das dürfte eigentlich nicht passieren, weil das ist ja ein Safe Room hier, ne? Okay. Offensichtlich passiert da erstmal nichts. Karte gucken. So. Schließfächerraum. Okay, da kommen wir jetzt nicht rein. Wir müssen jetzt eigentlich... Die Tür hier zum Aktenraum, die ist ja im Besprechungszimmer, die ist ja mit einer Kette verriegelt. Also müssten wir da ja irgendwie wieder hinkommen. Heißt aber, da kommen wir nicht raus. Die Frage ist, wie kommen wir denn da durch? Oder wir müssen nach oben gehen. Lass mal sehen. Oh, da ist noch ein Spray, das habe ich vergessen. Eieieiei. Von hier kann ich auch noch weiter. Okay, das heißt, wir müssen, der Weg geht nach oben. Also wir kommen hier hoch, gehen erstmal hier rechts rein, durch den Duschraum, wieder ins Stars-Büro. Ne? Okay, was haben wir hier noch? Gut. Hau bloß ab, du dusseliger Penner. Ja, das wäre jetzt auch blöd. Kistchen mitnehmen. Nochmal ins Stars-Büro. Hier soll noch ein Spray liegen. Ach ja, die Erste-Hilfe-Tasche. Stimmt. Vollkommen richtig. Und dann gehen wir hier weiter rum. So. Die kann man aufmachen.
Okay, Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Perfekt. Nehmen wir mit. Hier könnte man wieder die Codes einlesen. Da ist noch eine Kiste, eine Dose. Kann man die nicht untersuchen? Ja, wollte ich doch sagen, ne? Untersuchen. Und dann haben wir hier einen Öffner. Ist auch so ein überflüssiges Gimmick eigentlich am Spiel, aber warum nicht? Laienstatue, okay. Ein nicht entwickelter Film. Weiter, nehmen wir mit. Ich gehe erstmal durch. Ich wusste es. Ein Messer. Kann ich leider nicht stapeln, egal. So. Schnell wieder runter. So. So, dann wollen wir mal den Film entwickeln, benutzen. Löwenstatue. Krone, Feuer und Dings da hier. Okay. Ja. So, gehen wir einen nach oben. Bibliothek, Rüstkammer. Aufenthaltsraum, okay. Okay. Das verstauen wir mal. Das verstauen wir auch mal. Ach Quatsch. So. Dann nochmal einmal den Speicherowski machen. Und da müssen wir wieder nach oben. Lauf, Forest. So. Das Einhorn. Rotes Buch. Nehmen wir mit. Wow! Nein! Rauf da! Oh.
Ja, aber dazu brauche ich erst den Wagenheber. Die Bretter nehmen wir mit. Schießpulver. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Weil sonst erwischt mich dieser Mistkerl noch. Da kommen wir nicht durch. Ah, endlich, ein Schlüssel. So. Der kommt. Hilfe! Okay. Was soll ich da Lichter machen hier? So, Inventar. Das Buch. Altes zerschlissenes Buch. Das bekommt nachher die Statue in die Hand. Aber ich würde es ganz gerne jetzt erstmal auf Seite legen, bis ich da überhaupt durchkomme. Ja, Schießpulver können wir erstmal weglegen. Na gut, jetzt haben wir noch zwei Speicherplätze frei. Das sollte reichen. So. Okay. Mal einen Schluck trinken. Aufschließen. Schließ schneller. Und jetzt kann ich nochmal hier unten lang und die eine Tür aufmachen. Rein. Verstehe nicht, was der von mir will. Soll weggehen. So. Hochkonzentriert. Bretter. Elektronikgerät, das brauche ich in jedem Fall. Ha, abgehängt. So, weil ich brauche ja das Elektronikgerät. So, den machen wir erstmal verstauen. Dann hole ich mir die Batterie raus. Das ist nämlich ein Zünder. Kombinieren damit. Zack. So. Und den Zünder lasse ich da mal drin. So, nochmal speichern. Ich muss mir noch mal ein Schlückchen zu trinken einschenken. So.
spät haben wir es eigentlich? Ach, schon wieder 1:30. Ja, ist es denn? Boah. So, trinken wir nochmal was. Das gute Kraneberger. So, aber bevor ich jetzt rausgehe, weiß ich auch, Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und einen Strahl wegwerfen. Okay. Okay, das heißt, die braucht. Ah, ich brauche den Bolzenschneider nicht mehr. Das ist in Ordnung. Das heißt, ich gehe hierher, lege den Bolzenschneider weg. So. Was mich jetzt interessieren würde an der Stelle, ist ganz einfach. Kartentechnisch, wo stehen wir da? Ah, hier ist noch ein Kraut, das habe ich nicht mitgenommen. Mist. Aber ist ja kein Problem, ich kann ja hier zurück und dann hole ich mir eben schnell das Kraut. Genau. Hier komme ich nämlich auch noch nicht. Muss ich mal gucken. Mein Gott, da durchforstet man die Räume aber ziemlich schnell, ne? Okay, dann gehe ich jetzt als allererstes hier wieder raus, rechts rum, geradewegs, also um die Kurve hier rum und dann geradewegs hier drauf zu, um mir dort den Dingens hier zu besorgen, hier den Kraut. LAP oder CAP? Nochmal zurück. Okay. Weg. Ach komm, ich leg das weg. Verstauen. So. Teil 3 habe ich schon durchgespielt. Da kannst du dir, wenn du möchtest, bei YouTube. Ich habe einen YouTube-Channel, da kannst du dir die Folgen dazu angucken. Das war mein allererster Stream. Resident Evil 3. Im April habe ich das gespielt. Zum Release. So. Hast du es schon gespielt? Hm. Mhm. Ah, okay. Ah, das ist cool. Zum Schluss der Endkampf, der ist lustig. So, ich gehe jetzt nochmal hoch in den Locker Room. So. CAP. So, das legen wir nochmal weg. Weil wir haben ja noch keine Flinte. Da brauchen wir keine Flintenmunition mit rumschleppen, ne? So, nochmal 16 Flintenmunition. Ach, ich werde ja verwöhnt hier. So, dann gehen wir hier wieder hin. Einmal aktualisieren. Mit Jill Valentine, der dritte Teil. Richtig cool. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich hätte gesagt, ja. Wir können ja im Prinzip hier durch das Büro raus, weil wir müssen ja zu diesem Löwen. Und der Löwe hat, glaube ich, hier, da ist der Löwe, also muss ich dann da rauf. Okay, also muss ich auf jeden Fall in die Halle zurück. Das heißt, hier rum, durchs große Büro. Scheiße, ich höre ihn.
Das war die Krone. Dann war das hier so ein Feuertopf. Und dann nochmal so ein Vogel. Ja, herzlichen Dank. Oh Scheiße, da kommt er schon. Ich glaube, ich hau mal ab, ne? Aufschließen! Schließ schneller, du Pfeife! Was zum... So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Auf jeden Fall. Ich habe grünes Kraut vergessen. Oh je. Dann hole ich es mir später. Erstmal wieder in den Safe Room. Ah, da ist die Kiste. Das lege ich jetzt erstmal weg. So. Nein. Ja, schreiben. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo bin ich eigentlich? Ich bin da. So, wenn ich jetzt eine Etage raufgehe. Ja gut, das ist die Feuerleiter, ne? Ah, da liegt auch Munition. Hier hinten. Stimmt, hier ist ein grünes Kraut. Hast vollkommen recht. Ich könnte natürlich hier raus, hier rum, dabei das Fenster hier zumachen und dann hier durch. Das heißt also für mich, ich muss jetzt hier rechts rum raus. Okay. Map, geradeaus durch und dann raus. Okay. Meine Gesundheit aus? Warnung. Ja gut, dann nehmen wir mal so ein Kräutchen hier, ne? Ja, ich weiß, Messer kaputt. Ich habe aber noch eins in der Kiste. Ich habe noch eins in der Kiste. So, ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, aber es sollte erstmal reichen. Oh, mein Gott, mein... Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ey. So.
Nochmal drüber speichern. Zack. So. Okay. Dann jetzt mal in aller Seelenruhe mal in die Karte nochmal linsen. So. Okay, hier würde ich dann zurückkommen. Klar. In die Eingangshalle. Logisch. So, ich muss ja diese anderen Dinger da finden. Löwenstatue. Löwenstatue hat sie erledigt. Claires Mitteilung hat sie erledigt. Das gucken wir uns nochmal an. Okay, sie hat auf jeden Fall hier den... Ja, diesen Widder, Harfe, Vogel. Okay. Jetzt die Frage, wo ist sie? Mhm. Okay. Mhm. War die nicht hier irgendwo hier unten im Presseraum oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Lass mal gucken. Da ist nichts, da ist nichts. Kunstraum. Im Kunstraum ist auf jeden Fall der, dieser König. Genau. Und der König, dem lege ich dann das Buch in die Hand, wohl meine ich. Und kann dann das Zepter ihm irgendwie wegnehmen und mit dem Zepter kann ich diese Büchse aufmachen. So war es, meine ich. Irgendwie so in der Richtung. Das heißt, ich gehe jetzt her, gehe nochmal, kann ich hier nicht noch hoch? Ne, da geht's nur runter, ne? Da geht's nur runter. Also muss ich wieder die Feuerleiter rauf, gehe hier durch und will in den Kunstraum rein. Okay. Alter! Scheiße! Jetzt ist mein Messer weg. Da ist der Löwe. Aufschließen. So, der hat sich erledigt, das heißt, den kann ich eigentlich gleich entsorgen. Na gut, ich muss die Regale verschieben, damit ich dann nachher durchkomme, sonst klappt das nicht.